Nur 50 Liter Benzin auf einmal zum günstigen Preis. Russland liefert Gas nach Plan, Lavrov bestätigt Vertrag. Was erfährt man über Ungarn, wenn man die deutsche Presse liest? Und Hundestrand in Gästhey. Diese Themen also heute in dieser jüngsten, etwas kürzeren Ausgabe von Ungarn Immo TV und damit herzlich willkommen am 25. Juni. Wir haben hier in Ungarn eine wirklich ruhige, schöne Sommerwoche hinter uns seit dem letzten Samstag. Es ist nichts Besonderes passiert und oft ist das die allerbeste Nachricht in einer Nachrichtensendung. Wir haben schönes Wetter gehabt, wie übrigens ganz Europa, schöne Temperaturen und manchmal am Abend und in der Nacht ein bisschen Regen, aber das geht ja alle. Viel kann ich also hier nicht sagen. Alles Wichtige aus Ungarn in den nächsten Minuten in unserem Rückblick auf diese vergangene Woche. Seit gestern kann man an den Tankstellen der Mineralölfirmen MOL, ÖMV und Lukoil auf einmal nur 50 Liter Treibstoff tanken. Diese Regelung gilt für Fahrzeuge mit ungarischen Kennzeichen, die zum reduzierten Preis von 480 Forint tanken möchten. Wie der Generaldirektor der Firma MOL, Zsolt Hernádi, erklärte, das Ziel der Maßnahme sei der Schutz des Innenmarktes und man wolle verhindern, dass manche Autofahrer den getankten Treibstoff mit geschäftlichem Ziel doch ins Ausland bringen würden. In der Ukraine seien keine Raffinerien mehr in Betrieb und auch ÖMV habe in Österreich Schwierigkeiten, so sei die Lage insgesamt doch sehr angespannt und man wolle sich, so Hernádi, auf die Versorgung des Innenmarktes beschränken. Auch das Tanken in zusätzliche Kanister sei nur zu Weltmarktpreisen möglich. Wie das gehen soll, ist noch nicht ganz klar, denn an der nächsten Tankstelle kann jeder Autofahrer in sein Fahrzeug mit ungarischen Kennzeichen wieder 50 Liter für 480 Forint tanken. Mit einem Beschluss verbot das Parlament der ungarischen Regierung die Einführung der globalen Minimalsteuer für Unternehmen in der Höhe von 15%, wie es von der Europäischen Union und vor allem von den USA geplant wird. Infolge dieses Beschlusses dürfte die ungarische Regierung einen entsprechenden Vorschlag auch in internationalen Gremien nicht unterstützen. Ministerpräsident Viktor Orbán lehnte die globale Steuer bereits im Vorfeld ab, da diese für die Unternehmen in Ungarn einen erheblichen Wettbewerbsnachteil bedeuten würde, da die Unternehmenssteuer in Ungarn nur 9% betrage. Die Versorgung Ungarns mit russischem Gas sei weiterhin gesichert, gab Außenwirtschafts- und Außenminister Peter Szijjártó nach einem Telefonat mit seinem russischen Kollegen Sergei Lavrov bekannt. Er habe Sergei Lavrov gebeten, so Szijjártó, die fehlende Gasmenge, die wegen der Störungen in den nordeuropäischen Leitungen fehle und die etwa 9% der russischen Lieferungen nach Ungarn ausmache, über die südliche Gasleitung über die Türkei und den Balkan zu ersetzen, die über Serbien bereits jetzt 90% des russischen Gases nach Ungarn fördert. Sergei Lavrov, so Szijjártó, habe ihm zugesichert, dass Russland Ungarn gegenüber weiterhin alle vertraglichen Verpflichtungen erfüllen werde. Mit Ideologie kann man keine Suppe auf dem Herd kochen und keine Wohnungen beheizen, sagte Justizministerin Judith Vargo in Brüssel. Deshalb, so die Ministerin, brauche Europa vielmehr den gesunden Menschenverstand als Ideologien. Gerade dazu trage der ungarische Standpunkt in den aktuellen Fragen in Europa bei, um die Einheit Europas in ihrer Verschiedenartigkeit zu stärken, so die Ministerin. Mit einer Investition von 120 Milliarden Forint errichtet der Autobauer Audi ein neues Werk in der Stadt Győr, gaben die Firmenleitung von Audi Hungaria und Außenminister Peter Szijjártó bekannt. Das Werk wird Antriebseinheiten für Elektroautos herstellen. Die Produktion beginnt 2025. Mit einer ungewöhnlich scharfen Kritik reagierte die irische Fluggesellschaft Ryanair auf die Einführung der Übergewinnsteuer auf Flugtickets in Ungarn, die die Fluggesellschaft in anderen Ländern, so auch in Deutschland, bereits bezahlt. Ryanair-Chef Michael O'Leary bezeichnete die Steuer als idiotisch und kontraproduktiv. Die Firma belastete mit der Summe der Steuer automatisch die Flugtickets und hetzte auf ihrer Homepage gegen die ungarische Regierung. Wirtschaftsminister Márton Nagy bezeichnete die Tonart von Ryanair als unhaltbar. Die stellvertretende Staatssekretärin Nora Kopecky kündigte eine Verbraucherschutzuntersuchung gegen Ryanair an. Sollte die Behörde Regelverstöße feststellen, droht Ryanair eine Strafe von bis zu 2 Milliarden Forint.
Mit langen Staus müssen jene Autofahrer in Budapest rechnen, die die Uferstraße an der Donau auf der Budaer Seite benutzen möchten. Ein längerer Abschnitt der wichtigen innerstädtischen Transitstrecke wurde wegen der Renovierungsarbeiten an der Kettenbrücke gesperrt. Die Straßensperre wird voraussichtlich 2 Monate dauern. Die 10 häufigsten Nachnamen, die von slowakischen Frauen und Männern getragen werden, seien alle ungarischen Ursprungs, gab das slowakische Innenministerium bekannt. Dazu gehörten Namen wie Varga, Horváth, Kovács, Neutóth, Szabó, Balogh, Balázs, Lukács und Molnár, die auf Ungarisch alle eine konkrete Bedeutung haben. Die heutige Slowakei war von der Staatsgründung Ungarns im Jahre 1000 bis zum Friedensdiktat in Trianon 1920 ein Teil Ungarns. Infolge des Friedensdiktats wurde die von den Ungarn als Fellvidék, auf Deutsch Oberland, Oberungarn bezeichnete ungarische Region der damals entstandenen Tschechoslowakei zugeschlagen. Ein weißer Hirsch wurde in den vergangenen Tagen im Komitat Nógrád gesichtet. Weiße Hirsche werden von den Ungarn als Wunderhirsche bezeichnet, da aufgrund einer uralten ungarischen Legende einst die Brüder Gog und Magog von einem weißen Wunderhirschen in ihre neue Heimat geführt worden seien. Die 2 Brüder seien die Urahnen der Hunnen und der Ungarn gewesen, die auf diese Art und Weise ein Volk gewesen seien, so die ungarische Volkserinnerung. Also es ist noch einmal ganz wichtig zu sagen, wenn Sie im Sommer nach Ungarn kommen mit dem Auto, können Sie natürlich auch überall tanken, so viel Sie möchten. Dann aber zu den sogenannten Weltmarktpreisen, diesen Begriff müssen wir ja auch lernen in diesen Wochen, also etwa zu einem Preis, wie Sie in Deutschland auch tanken können. Wenn Sie in Ungarn leben und ein ungarisches Fahrzeug haben mit ungarischen Kennzeichen, dann können Sie auf einmal bei einer Tankstelle für 1,20 Euro für 480 Forint 50 Liter tanken. Aber wenn Sie 1 Kilometer weiterfahren, bei der nächsten Tankstelle können Sie wieder 50 Liter tanken. Deshalb verstehe ich persönlich noch nicht ganz den Sinn dieser ganzen Regelung. Aber die viel klügeren Leute haben sich das bestimmt reichlich überlegt und so kamen sie zu diesem Schluss. Aber unsere Aufgabe in dieser Sendung ist es ja, auch über Ungarn, soweit es geht und soweit es in unseren Fähigkeiten steht, korrekt zu informieren. Ob das immer so ist in der deutschsprachigen Presse, in Europa und in der Welt, das weiß ich nicht ganz genau. Wir haben ja auch Internet in Ungarn, was viele westliche Journalisten vielleicht verwundern wird. Und so können wir uns auch über die ganze Welt informieren. Ich lese auch ganz oft die deutsche Presse und ich muss ehrlich sagen, das Ungarn-Bild, das ich dort wiederfinde, korreliert nicht immer mit dem, was ich hier in Ungarn erlebe. In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen ein wirklich typisches Beispiel zeigen, was ich mit diesem Satz gemeint habe. Wenn man ganz spontan beginnt, in der deutschen Presse zu surfen, findet man schnell solche Artikel wie hier. Im renommierten Magazin der wohlgemerkt freien und unabhängigen Presselandschaft erfährt man folgende Informationen. Ministerpräsident Orbán, so als Einzelperson und der sicherste Sündenbock für alles Böse in der Welt, führt im Mai einen Benzinpreisstopp ein, um dem Wirtschaftsabschwung entgegenzuwirken. Mit der Aussage, ob man mit einem Benzinpreisstopp einem Wirtschaftsabschwung entgegenwirken kann, möchte ich mich gar nicht beschäftigen, aber wenn ich es so überlegen könnte, würde ich sicher einen außerordentlichen Nobelpreis für ökonomische Wissenschaften erhalten. Aber in der freien und unabhängigen Presse geht das, ohne dass es jemandem auffallen würde. Klickt man auf den Titel, erfährt man keine weiteren Informationen. Es ist der gleiche Text, den man lesen kann. Immerhin gibt es ein Video, wo man Folgendes erfährt. Also, Preisdeckelung für Benzin und Diesel im Mai, wirtschaftlicher Abschwung und schwere Inflation. Das erfahren die Leser und Zuschauer der freien, unabhängigen und objektiven Presse. Deutschland ist also informiert. Und was können wir hier in Ungarn dazu sagen? Nun, wer Zeitungen liest, Nachrichten hört und sieht, also etwa ab 6 Jahren, Grundschulklasse 1, weiß genau, dass die Preisdeckelung nicht im Mai eingeführt wurde, sondern bereits im November 2021, als auf dem Weltmarkt die Ölpreise in die Höhe geschossen sind.
mehrere Monate vor dem Ukraine-Krieg. Der freie und unabhängige Journalismus bedeutet demnach sicher nicht, dass man ständig auf den Kalender gucken muss. Wo wäre dann die Freiheit, wenn man sich bei Zeitpunkten nach dem Kalender richten müsste? Was die Wirtschaftsdaten in Ungarn 2022 betrifft, wittert die freie und unabhängige Presse also einen Abschwung, auf den man reagieren muss. Wir ahnungslosen Ungarn, die in dieser orbanschen Diktatur nur die ungarische Presse lesen können und manchmal auch die deutsche eben, erfahren dann ganz erstaunt in einer oppositionellen ungarischen Zeitung, die sonst gar nichts von Orbán hält, dass in Ungarn für 2022 ein Wirtschaftswachstum von 5,9% zu erwarten ist, wobei das Wachstum im ersten Quartal 8,2% erreicht hat. Die Löhne werden bei einer praktischen Vollbeschäftigung um 15% wachsen, also wenn man die Inflation berücksichtigt, wird es immer noch einen deutlichen Reallohnzuwachs in Ungarn geben. Und weil die freien und unabhängigen Journalisten hier sicher sofort Betrug wittern würden, hier auch die Angaben von Eurostat. Wie man sehen kann, die 8,2% stimmen. Nur Österreich, Polen und Portugal hatten im ersten Quartal ein höheres Wirtschaftswachstum als Ungarn. Ein schöner Wirtschaftsabschwung, nicht wahr? Und die Inflation, die betrug im März laut Eurostat 8,6%, also wirklich 0,8% mehr als der EU-Durchschnitt und 1% mehr als in Deutschland. Aber deutlich weniger als etwa in den Niederlanden, Belgien oder Spanien, von Slowenien und Polen ganz zu schweigen. Demnach warten wir also darauf, wann endlich die Niederlande und Belgien, Deutschland und Italien die Treibstoffpreise deckeln, um dem rasanten Wirtschaftsabschwung im eigenen Land entgegenzuwirken. Laut freier und unabhängiger Presse würde es die Statistik aufgrund ihrer eigenen Berichterstattung wohl hergeben und auf jeden Fall auch zwingend notwendig machen. Das war im März. Die rasante Teuerung von Gas und Treibstoff in den anderen Ländern seitdem kann von dieser Statistik noch gar nicht berücksichtigt werden. In Ungarn sind die Preise unverändert geblieben. Denn die freie und unabhängige Presse irrt sich nie und sie lügt auch nicht vorsätzlich, wie wir es wissen. Ich glaube, es ist in allen Ländern so, dass die Menschen verschiedene politische Meinungen vertreten. In Ungarn ist das noch möglich. In Ungarn gibt es auch noch eine vielfältige Presselandschaft mit allen möglichen Presseprodukten, die ich Ihnen vielleicht nächste Woche vorstellen werde. Aber es gibt auch immer persönliche Empfindungen und unsere persönliche Empfindung aus den letzten 10-12 Jahren, seitdem es diese Regierung gibt, die immer in der westlichen Presse verteufelt wird, dass man in Ungarn noch nie so frei leben konnte wie in diesem vergangenen Jahrzehnt und man wurde von dem Staat selbst noch nie so weit in Ruhe gelassen, auch im Alltag, auch in den offiziellen Angelegenheiten, die man erledigen muss. Also vielleicht ist es auch deshalb so, dass ich persönlich das Bild, das ich in der deutschsprachigen Presse über Ungarn immer wieder finde, hier in diesem Land eigentlich nicht erkennen kann. Aber damit lassen wir dieses Gebiet auch hinter uns und wir versuchen auf eine Frage eine kleine Antwort zu geben. Denn oft werden wir auch gefragt, ob man in Ungarn auch mit einem Hund zum Strand gehen kann. Also ob es Badestrände, Hundestrände an dem Balaton gibt, wenn man hier Urlaub macht. Wer oft in Ungarn ist, weiß das sicherlich und da weiß man auch, wo man hingehen soll. In den nächsten Minuten können wir mit Judith einen kleinen Tipp geben. Hier in der Nähe von Keszthely, also nur wenige Minuten von Hévíz oder von Keszthely oder vom Südufer des Westbalatons entfernt, gibt es einen Hundestrand, den man kostenlos besuchen kann. Der Hundestrand von Keszthely liegt im Süden der Stadt. Man muss also einfach so fahren, als wollte man ans Südufer. Kurz nach Keszthely sehen wir eine MOL-Tankstelle und circa 400 bis 500 Meter weiter muss man nach links abbiegen, um an den Hundestrand zu kommen. Die Zufahrt ist schmal und man muss auch aufpassen, denn der Weg kreuzt auch die Gleise. Eine Schranke gibt es nicht, man muss anhalten und prüfen, ob gerade ein Zug kommt oder nicht. Der Parkplatz vor dem Strand passt in Größe zu dem Strand. Als wir am Dienstagnachmittag vorbeigeschaut haben, war er gut belegt, aber wir haben noch einen Platz gefunden. Gerade wegen der Hunde ist der Platz umzäunt und man sollte die Tore immer schließen.
Der Strand ist übrigens ein Freistrand, also man muss keine Eintrittskarte lösen und selbstverständlich kann man den Strand auch ohne Hunde besuchen. Auf dem Gelände befinden sich auch ein Buffet oder sagen wir mal ein Strandrestaurant und auch ein Shop mit Zubehör, wo Hundehalter all das kaufen können, was sie vergessen haben mitzubringen. Die Hauptattraktion ist aber natürlich, dass man sich hier mit den geliebten Vierbeinern den Sommerfreuden hingeben kann, sei es ein Sonnenbad auf dem Rasen oder ein gemeinsames Planschen im See. Und wo sonst könnte man eine gemeinsame Dusche nehmen, wenn nicht hier? Der Strand ist nicht groß, die Fläche beträgt knapp 5000 Quadratmeter, aber als wir am Dienstagnachmittag dort waren, hatten noch bedeutend mehr Herrchen und Frauchen ihre Decke auf dem Rasen ausbreiten können. Manche kamen alleine mit dem Hund, als hätten sie nur aus der Nähe kommend vorbeigeschaut, um dem Hund ein nasses Fell zu gönnen, aber die meisten waren Paare oder Familien, die offensichtlich ihre Urlaubstage in Kestrel oder in der Nähe verbracht haben. Gerade das war auch das Ziel, als man den Strand eröffnete. Man wollte die Hundehalter nicht dazu zwingen, ihre Hunde im Hotelzimmer oder wo auch immer zurücklassen zu müssen, während sie auf den Strand gehen. Der Strand wurde übrigens von der Stadt zur Verfügung gestellt, betrieben wird er von einem Hundeverein. Das hat aber am und im Wasser weder die begünstigten Vierbeiner noch ihre Halter interessiert. Man übergab sich ganz selbstlos dem gemeinsamen Planschen, entweder ganz in Ufernähe oder weiter draußen. Der Strand ist nicht groß und auch relativ eng. Wenn man hier richtig Abstand halten möchte, muss man schon einige Schritte weiter nach draußen wagen. Aber es war interessant zu sehen, wie gut sich die Hunde gefühlt haben, sehr zur Freude der Hundehalter, die von ihren Lieblingen genauso auf Trab gehalten wurden wie Ehepaare mit kleinen Kindern. Für uns, die wir keine Hundebesitzer sind, war das alles sehr interessant, wobei so ein Strand natürlich ganz andere Erforderungen an den Besucher stellt als ein normaler Strand. Wir bleiben bei unseren Lieblingsstränden, aber allen, die einen Hund besitzen und ihn zum Strand mitnehmen möchten, können wir diesen Strand empfehlen. Er war sauber und er schien gut organisiert zu sein. Es gibt hier Toiletten und Umkleideräume und essen kann man auch. Also alles perfekt für Hundebesitzer. Und mit diesem teilweise lustigen Hundestrand sind wir auch am Ende der jüngsten Ausgabe von Ungarn Immo TV, dieser kurzen Ausgabe an diesem Wochenende am 25. Juni. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und dass Sie uns auch nächste Woche die Treue halten werden. Hier an dieser Stelle wünschen wir Ihnen einen weiterhin schönen Samstagabend, morgen einen schönen Sonntag und dann einen guten Start in die neue Woche. Von uns tschüss, bis zum nächsten Mal.